Moin, ich bin Pascal. Ich wollte euch heute was über TLS erzählen. Wahrscheinlich habt ihr die Slides alle schon gelesen, trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber, das hier geht nur um TLS. Die Kryptoprimitiven, die erklärt werden, die solltet ihr unter keinen Umständen benutzen für E-Mail-Verschlüsselung oder Festplattenverschlüsselung oder sonst irgendwas, sonst werdet ihr euch in den Fuß schießen damit. Gut, dann zu den Grundlagen für diesen Talk einmal. Hier haben wir eine kleine Legende. Das werdet ihr später sehen. Unten diese ampelfarbigen Dinger, also kaputter Scheiß, gammeliger Scheiß und scheint noch nicht ganz kaputt zu sein. Das werdet ihr später im Talk öfter begegnen. Ja, sollte selbsterklärend sein. Gut, kommen wir zu den Grundlagen. Also wir haben das Problem, wir wollen zwischen dem Client und dem Server eine verschlüsselte Verbindung herstellen. Die sollen irgendwie miteinander reden können. Wahrscheinlich hat jeder hier schon mal von AES gehört, also schmeißen wir erstmal AES drauf. AES ist eine Blockchiffre, ist eine symmetrische Chiffre, deswegen halbwegs schnell. Hat aber das Problem, du benutzt den gleichen Key zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln. Und diesen Key müsste man jetzt irgendwie zwischen diesem Server und diesem Client aushandeln oder übertragen. Und das geht halt eher schwierig, weil wir haben ja sonst noch nichts außer AES. Außerdem haben wir das Problem, wenn man mit AES die Daten, die übertragen werden, verschlüsselt, dann werden diese Daten im Regelfall größer sein als die Blockgröße von AES. Das heißt, man muss mehrere Blöcke verschlüsseln. Und was man dann nicht tun sollte, ist, das gleiche Passwort bzw. den gleichen Key für jeden Block zu benutzen. Sonst passiert das, was ihr da auf der rechten Seite seht. Also oben ist der Klartext. Unten drunter ist, was passiert, wenn ihr bei AES überall denselben Key benutzt für jeden Block. Und unten ist, wie man es richtig macht. Da kommen wir auch später noch dazu. Den kaputten Modus, den nennt man ECB, Electronic Codebook. So, dann etwas generischer zu symmetrischer Verschlüsselung. Also wie ich schon gesagt, selber Key für gleiche Kommunikationspartner ist relativ schnell geeignet für große Datenmengen, wenn man den richtigen Betriebsmodus benutzt. Man unterscheidet dann noch, es gibt neben den Blockchiffren gibt es noch Stromchiffren. Für Stromchiffren braucht ihr keinen Betriebsmodus erstmal. Und Stromchiffren, die liefern quasi einfach einen beliebig langen Schlüsselstrom, mit dem dann im zweiten Schritt die Nutzdaten verschlüsselt werden, indem sie quasi einfach mit einer XOR-Verbindung verknüpft werden mit dem Schlüsselstrom. Und nachher zum Entschlüsseln wird einfach nochmal der verschlüsselte Text, also der Ciphertext, mit demselben Schlüsselstrom nochmal mit XOR verknüpft, dann fällt hinten wieder der Klartext raus. So, jetzt haben wir immer noch das Problem, wir haben nur symmetrische Verschlüsselung und da kann man diesen Schlüssel ja nicht irgendwie übers Internet verschicken. Das Internet ist böse und sonst kann ja jeder mithören und das ändern und das will man ja nicht. Also brauchen wir ein Key-Exchange-Verfahren. Da gibt es jetzt verschiedene zur Auswahl. RSA, da kommen wir später zu, das ist jetzt hier nicht erklärt. Ansonsten ist das verbreitetste Diffie-Hellman. Und Diffie-Hellman, da gibt es noch verschiedene Abstufungen davon. Das gibt es mit statischen Keys, mit dynamischen Keys, mit elliptischen Kurven, ohne elliptische Kurven. Hier drüben, hier seht ihr einmal so das ganz einfach mit Farben erklärt. Es gibt auch sich YouTube-Videos, die das schön erklären. Im Wesentlichen einigen sich ganz am Anfang die beiden Kommunikationspartner, also Server und Client, beziehungsweise jetzt hier Alice und Bob, auf eine gemeinsame Farbe beziehungsweise eine zufällige Zahl. Dann werden sie sich danach jeweils eine eigene, also wird jede Seite sich eine eigene zufällige Zahl ausdenken, die sie aber für sich behält, die sie erstmal nicht rüberschickt. Was sie aber tut, sie verknüpft diesen eigenen Private Key, nennen wir das mal, verknüpft das oben mit dieser gelben Farbe, die beide gemeinsam haben. Und dann kommt auf beiden Seiten unterschiedliche Mischung raus, wo aber jeweils immer ganz oben das Gelb und das Rot, beziehungsweise Gelb und dieses Türkis da drin ist. Die können Sie jetzt übers unsichere Internet übertragen, weil wir davon ausgehen, dass man diese Farben zwar sehr einfach mischen, aber nicht mehr entmischen kann. So, und jetzt, wenn ihr gut aufgepasst habt, seht ihr, dass jetzt hier dieses Türkis von Bob rüber zu Alice gewandert ist in dieser Mischung drin. Und das Rot von Alice ist rüber zu Bob gewandert. Aber halt beides mal immer mit diesem Gelb gemischt. So, und wenn die jetzt beide nochmal ihre eigene Farbe jeweils dazu mischen, dann kommt nachher auf beiden Seiten dieselbe Farbe raus, also derselbe Key. Und trotzdem kann jemand, der das mitgelesen hat, diesen Key nicht selber nachmischen, weil er diese geheimen Farben oder diesen geheime Zahl nicht hat, diesen Private Key halt nicht hat. So. Das führt uns zu einem etwas weiteren Feld. Diese Schlüsselaustauschverfahren, die sind eine Teildisziplin von asymmetrischer Kryptographie. Eine andere Anwendung davon, da kommen wir später noch zu.
Im Wesentlichen ist das wichtigste Merkmal von asymmetrischer Kryptographie, dass ihr nicht einen Schlüssel habt, sondern dass ihr immer zwei Schlüssel habt, beziehungsweise ein Schlüsselpaar. Und zwar für jeden Kommunikationspartner. Das heißt, der Server hat ein Schlüsselpaar mit einem Private Key und einem Public Key. Also wie ihr das vorhin in dieser Grafik gesehen habt, diese rot bzw. türkis und diese gelbe Farbe. Und der Client hat auch nochmal einen Public Key und einen Private Key. Beziehungsweise der Client bei TLS nachher muss ja das nicht haben, aber das führt jetzt zu weit. Wir haben also jetzt ein asymmetrisches Verfahren. Das kann man folgendermaßen benutzen. Das, was man einer bestimmten Person schicken will, von dieser Person muss man dann diesen Public Key haben. Das verschlüsselt man mit dem Public Key von dieser Person. Und nur diese Person kann es dann mit ihrem eigenen Private Key, der zu dem Public Key gehört, wieder entschlüsseln. Da haben wir natürlich immer noch das Problem, wir müssen diese Public Keys irgendwie übers Internet übertragen. Und das, was wir jetzt vorhin hatten, das ist zwar ganz gut, um irgendwie einen zufälligen Schlüssel auszuwählen, aber dieser zufällige Schlüssel ist halt im Regelfall nicht so ein Public Key, der irgendwie brauchbar wäre. Das heißt, für den Public Key müssen wir uns noch irgendwas anderes ausdenken. Außerdem haben wir das Problem, dass asymmetrische Kryptographie sowohl dieser Schlüsselaustausch wie auch generell asymmetrische Kryptographieverfahren in der Regel sehr langsam sind. Und in der Regel funktionieren die auch nur mit Datenmengen, die kürzer sind als die Nutzdaten, die verschlüsselt werden sollen. Das heißt, da müssen wir auch nochmal uns noch was Besseres ausdenken. So. Was man aber machen kann mit dieser asymmetrischen Kryptographie, man kann das auch benutzen, nicht nur zum Verschlüsseln, sondern auch zum Signieren. Und im Wesentlichen ist das Prinzip ganz einfach. Man dreht einfach diese asymmetrische Kryptographie quasi um. Das heißt, man verschlüsselt es quasi mit seinem eigenen Private Key. Und dann kann jemand anders nachprüfen, ob es von einem selber signiert wurde, indem er das mit dem Private Key verschlüsselte, mit dem öffentlichen Schlüssel von dir wieder entschlüsselt. Und wenn der andere sich sicher ist, dass ein bestimmter öffentlicher Schlüssel wirklich zu dir gehört und nicht zu irgendjemand anderem, dann kann er so quasi nachvollziehen, ob du eine Nachricht unterschrieben hast oder nicht. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass diese Nachricht nicht länger sein darf als der Private Key, mit dem es verschlüsselt bzw. signiert wird. Also müssten wir irgendwie was finden, wo wir längere Nachrichten mit signieren können. Und dafür gibt es kryptografische Hashes. Hat wahrscheinlich jeder schon mal von SHA-1 oder MD5 oder SHA-256 oder so gehört. Letztlich sind das Verfahren, wo ihr einen Input beliebiger Länge reinpacken könnt. Und nachher fällt immer ein Output raus, der immer exakt dieselbe Länge hat für dasselbe Verfahren. Also bei MD5 zum Beispiel 128 Bit oder bei SHA-256 sind es dann 256 Bit. Und eine sehr schöne Eigenschaft ist, die sich auch schon ein bisschen aus dieser Beschreibung ergibt, man kann zwar sehr einfach und sehr schnell diesen Hash rechnen von einem bestimmten Input, aber man kann halt im Idealfall gar nicht zurückrechnen von dem Output zu dem Input. Also man kann einen Brute-Force-Angriff natürlich probieren, aber es gibt keine Möglichkeit von einem Hash schneller als mit Brute-Force zurückzurechnen auf diesen Klartext. So, und was wir jetzt natürlich machen können ist, wir nehmen diesen Hash. Der Hash, der hat im Optimalfall maximal dieselbe Länge wie der Private Key, den wir benutzen. Und jetzt können wir einfach diesen Hash signieren. Und wenn wir den Hash signieren, haben wir quasi so eine Art Fingerabdruck oder so eine Prüfsumme oder wie man es auch immer nennen will, von der Nachricht, die wir eigentlich signieren wollen. Und damit haben wir jetzt quasi schon digitale Signaturen. In der Praxis ist es noch ein bisschen komplizierter. Da wird noch etwas namens Padding benutzt. Das habe ich jetzt hier weggelassen, weil der Talk sonst zu lang wird. So, jetzt haben wir digitale Signaturen. Wir könnten jetzt mit diesen digitalen Signaturen zum Beispiel Public Key signieren. Jetzt haben wir aber noch das Problem, wir können die zwar signieren, aber dann muss die Gegenseite natürlich immer noch wissen, wer da jetzt was signiert hat und wem man trauen kann und wem nicht. Bei TLS löst man das dadurch, dass man sowas wie Notar hat. Das nennt man bei TLS ein Certificate Authority. Diese Certificate Authority, die hat quasi als Geschäftsmodell, dass ihr Public Key zusammen mit ein paar Informationen, welche Certificate Authority es ist und wie lange dieser Schlüssel gültig ist und so weiter, in allen möglichen Betriebssystemen und Browsern und Telefonen und was der Geier, was noch alles quasi eingebaut ist und mitgeliefert wird. Und wenn jetzt dieselbe, also der Public Key von derselben Certificate Authority auf vielen verschiedenen Rechnern verteilt ist, dann können alle diese Rechner quasi Zertifikate benutzen, die von dieser Certificate Authority beglaubigt ist oder unterschrieben ist und können sich über diesen Umweg dann quasi gegenseitig miteinander
erstmal Zertifikate rumschicken und sicher sein, dass das Zertifikat, was Sie von der Gegenseite geschickt kriegen, auch wirklich der Gegenseite gehört. Weil in dem Zertifikat halt nicht nur der Public Key drin steht, sondern da steht noch drin, wem das gehört, beziehungsweise wenn das einem Server gehört, was für eine Domain der Server hat und wie lange dieser Schlüssel gültig ist. So. Jetzt spielen wir ein bisschen Krypto-Lego. Also was wir bis jetzt haben, wir haben symmetrische Kryptographie, wir haben Schlüsselaustausch, wir haben digitale Signaturen. Schmeißen wir das alles mal zusammen. Der Client baut eine Verbindung auf zum Server, wie man dazu im Web oder auch sonst, wo TLS üblicherweise benutzt wird, kennt. Der Client, der handelt mit dem Server ein gemeinsames Geheimnis aus. Also das ist wie vorhin diese Farben, was dann unten dieses Braun rausgekommen ist. Das wäre quasi ein gemeinsames Geheimnis. Bei TLS ist es ein bisschen komplizierter in der Praxis, aber wir nennen es jetzt mal vereinfacht Master Secret kommt da raus, dieses Geheimnis. Aus diesem Master Secret kann man dann zum Beispiel einen Schlüssel ableiten, den man für AES-Verschlüsselung oder für eine andere symmetrische Verschlüsselung benutzen kann. Und dann kann man schon hat man quasi schon einen verschlüsselten Kanal mit der Gegenseite, über den man relativ schnell seine Daten halt schicken kann. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Wir merken nicht, wenn irgendjemand an dieser Übertragung rummanipuliert. Also was passiert zum Beispiel, wenn irgendwo ein Paket verloren geht? Oder was passiert, wenn irgendwo ein Bit kippt? Oder was passiert, wenn irgendjemand absichtlich an diesem verschlüsselten Daten, zwar was passiert, wenn da irgendjemand absichtlich dran rumfuscht? Das will man ja irgendwie merken können. Dafür brauchen wir einen weiteren Baustein, das nennt man Message Authentication Code, kurz MAC. Der funktioniert folgendermaßen. Wir benutzen quasi diese Hashes, also das ist eine Möglichkeit. Es gibt zig verschiedene Varianten, wie man so einen MAC aufbauen kann. Eine der häufigsten ist, dass man das auf so einem Hash basiert. Und letztlich ist es ein bisschen vereinfacht gesagt, man hasht quasi die Daten, die man absichern will und hasht zusätzlich noch einen geheimen Schlüssel, den der Angreifer nicht kennen kann. Und am Ende können beide Seiten, die die Daten austauschen, einfach diesen Hash nochmal berechnen und ihren Schlüssel, auf den sie sich geeignet haben, beim Hash noch mit reinschmeißen. Und wenn dann nachher derselbe Hash, also derselbe, beziehungsweise derselbe MAC, nennt man es dann, rausfällt, dann können sie darüber sicherstellen, dass diese Übertragung nicht manipuliert wurde, dass sie halbwegs sicher ist. Anmerkung am Rande, bei neueren TLS-Versionen gibt es noch zusätzliche Krypto-Verfahren für die symmetrische Krypto, die die Funktion von dem Hash gleich miterledigen. Das ist dann ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter und es hat auch noch ein paar andere Vorteile, auf die ich jetzt hier im Talk nicht eingehen werde. So, jetzt haben wir also schon quasi alles, was wir brauchen für so eine TLS-Verbindung. Jetzt könnte man natürlich sagen, können wir diesen Key-Exchange am Anfang, können wir das nicht wegoptimieren? Weil der Server, der hat ja schon ein Zertifikat, das Zertifikat hat einen Public Key. Man könnte doch einfach hingehen und sagen, der Client, der denkt sich irgendeinen Schlüssel aus, irgendein Master Secret, verschlüsselt den mit dem Public Key des Servers und schickt diesen verschlüsselten AES-Schlüssel zum Beispiel an den Server. Und der Server kann ja, also kann ja nur der Server dann das entschlüsseln wieder, weil nur der Server den Private Key zu diesem Public Key hat. Das gibt es auch tatsächlich, dieses Verfahren. Problem ist halt, das ist scheiße, weil wenn ihr das benutzt, dann habt ihr keine Forward Secrecy. Was nämlich dann passieren kann, ist, wenn der Server gehackt wird und das Zertifikat, was der Server hat, beziehungsweise der Private Key zu dem Zertifikat, wenn der kompromittiert wird, dann kann man rückwirkend TLS-Verbindungen entschlüsseln. Das heißt, wenn Angreifer, zum Beispiel die NSA oder sonst irgendein Geheimdienst, auf Vorrat verschlüsselte Verbindungen mitgeschnitten hat, dann kann man die nachträglich entschlüsseln, wenn man an diesen Private Key kommt. Und das ist ein Problem, was man am Anfang mit diesem Key-Exchange-Verfahren nicht hat, weil da werden diese temporären Daten oder diese zufälligen Schlüssel, die damit einfließen in die Berechnung, die werden einfach weggeschmissen nach jedem Key-Exchange, die werden nicht gespeichert. Im Optimalfall, wenn man es richtig macht. So, jetzt können die Leute, die Vorkenntnisse in Krypto hatten, langsam wieder aufwachen. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Bausteinen, was man so in TLS so auswählt hat. Also erstmal TLS selber. Von dem Protokoll gibt es sich verschiedene Versionen. Wie ihr schon seht, eigentlich will man nur die zwei letzten gebrauchen. Also bis SSL, also SSL 1.0, das wurde eigentlich nie wirklich veröffentlicht. Das war, glaube ich, so, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so kaputt. Der Mensch, der sich das ausgedacht hat, der hat das irgendwie mal vorgestellt auf irgendeiner Konferenz und da saß, glaube ich, jemand im Publikum, der sich auch mit so Kram ein bisschen auskannte und der hat irgendwie während dem Talk noch da mal kurz ausgeschrieben, meinte, ja, und wenn du daran rüttelst, fällt es dann nicht auseinander und der Typ von, oh, scheiße, doch.
Da war SSL 1.0, glaube ich, schon gegessen. SSL 2.0 hat es ein bisschen weiter geschafft. Das kennen Leute, die mal im älteren Internet Explorer in den Konfigurationen rumgedoktert haben, vielleicht noch. Das ist aber auch komplett kaputt, das ist auch nichts zu retten. SSL 3, das war so das erste, was ein bisschen länger gehalten hat, was nicht komplett kaputt, also was am Anfang nicht komplett kaputt aussah. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, das ist aber jetzt vor, na, wie lange wird es her sein, 5 Jahren oder so, also das ist vor ein paar Jahren jetzt auch so weit auseinandergefallen, dass man es gar nicht mehr benutzen sollte oder darf. Dann gibt es TLS 1.0 und 1.2, das sind kleine Verbesserungen gegenüber SSL 3.0, hat aber immer noch erhebliche Nachteile. Zum Beispiel kann man bei TLS 1.0 und 1.1 keine zeitgemäßen Algorithmen für den Mac bzw. für die Hash-Algorithmen benutzen. Da kann man nur sehr alte Sachen, die auf MD5 und SHA-1 basieren, benutzen. Und das ist halt eher gammelig und unsicher. Deswegen will man eigentlich TLS 1.2 oder TLS 1.3 am besten direkt. Problem ist halt, TLS 1.3 wird bis jetzt erst von der allerneuesten OpenSSL-Version unterstützt. Und wenn ihr irgendwo so eine stabile Distro auf euren Servern laufen habt, dann hat die wahrscheinlich noch kein aktuelles OpenSSL drin. Leute, die Red Hat oder CentOS benutzen, die können sich freuen. Jetzt in den nächsten Monaten wird wohl Red Hat 8 rauskommen. Das wird dann endlich auch OpenSSL 1.1.1 drin haben. Bei Ubuntu gab es mal Gerüchte, dass sie eventuell irgendwann nachreichen für Ubuntu 18.04. Das scheint aber bis jetzt auch nicht wirklich zu passieren. Das heißt, bei Ubuntu müsst ihr im Zweifelsfall auch noch ein Jahr warten, bis da eine brauchbare OpenSSL-Version kommt. Aber bis dahin könnt ihr TLS 1.2 benutzen und wenn man das richtig konfiguriert, dann ist es auch durchaus brauchbar. So, dann kommen wir zu den Cypher-Suites. Cypher-Suite ist quasi einfach die Kombination immer von diesen Krypto-Bausteinen, die ich am Anfang erklärt habe, also symmetrische Krypto, das Verfahren, mit dem Zertifikate signiert werden, beziehungsweise das Verfahren, auf dem Zertifikat selber basiert, und dem MAC-Verfahren. Quasi diese Kombination aus diesem allen, das nennt man Cypher-Suite. Man kann die nicht beliebig mischen. Es gibt da eine Liste von Sachen, die erlaubt sind. Die könnt ihr bei der IANA runterladen, also so eine Schwesterorganisation der IETF. Die hat so eine Registry, wo ihr bildschirmseitenweise so Cypher-Suites nachlesen könnt. Moment, muss ich mein eigenes Slide nochmal lesen. Ach ja, dann bei den Cypher-Suites, Moment. Doch, ja. Der erste Teilbaustein quasi von der Cypher-Suite ist das Verfahren, mit dem das Zertifikat erstellt wird, beziehungsweise das Schlüssel, also der Schlüsseltyp, auf dem das Zertifikat basiert. Am allerverbreitetsten sind RSA-Zertifikate, also da habt ihr einfach ein RSA-Schlüsselpaar. Es gibt aber auch Zertifikate, die auf elliptischen Kurven basieren. Das nennt man dann ECDSA-Zertifikate, also Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Es gibt auch, wenn schon mal jemand mit GNU-PG oder so rumgespielt hat. Es gibt auch noch eine Version von DSA ohne elliptische Kurven. Die ist mathematisch relativ ähnlich, hat aber in der Praxis das Problem, dass es kaum Implementierungen gibt, die eine akzeptable Schlüssellänge benutzen können. Also die hat nur eine Schlüssellänge von maximal 1024 Bit, was für normales DSA furchtbar unsicher ist und was man nicht benutzen will. Bei RSA zum Beispiel muss man heutzutage mindestens eine Schlüssellänge von 2048 Bit benutzen. Auch das wird wohl nicht mehr allzu lange halten. Also nehmt lieber ein bisschen mehr. 4096 Bit hat sich bewährt in der Praxis. Bei ECDSA haben wir den Vorteil, weil das auf elliptischen Kurven basiert, kann man damit sehr viel kleineren Schlüssellängen arbeiten, um trotzdem dasselbe Sicherheitsniveau zu erreichen. Also unterm Strich kann man quasi sagen, bei ECDSA nimmt man einfach ungefähr die doppelte Schlüssellänge von dem, was man für die symmetrische Krypto nimmt. Das heißt, wenn ihr AES 128 nehmt, dann nehmt ihr eine Kurve, die 256 Bit lang ist. Für AES 256 haben wir das Problem, es gibt zwar eine Kurve, die sogar ein bisschen länger ist als 512 Bit. Diese Kurve ist aber nicht zugelassen, um sie für Zertifikate zu benutzen. Also ihr könnt zwar selber Zertifikate euch ausstellen damit, diese Kurve heißt P521, nicht P512. Damit könnt ihr euch eigene Zertifikate ausstellen, aber ihr werdet damit kein Zertifikat kriegen, zum Beispiel von Let's Encrypt oder von irgendeiner Certificate Authority, der so ein üblicher Rechner vertraut. Also da habt ihr quasi nur die Wahl zwischen diesem P256 und einer Kurve namens P384, die
korrespondiert eigentlich rechnerisch eher zu 192-Bit, aber bei TLS hat sich irgendwie keiner die Mühe gemacht, TLS mit AES 192-Bit zu spezifizieren. Da gibt es halt nur 256-Bit oder 128-Bit in der Praxis heutzutage noch. Ein weiteres Problem ist noch, dass diese beiden Kurven, sowohl P256 als auch P384, die sind ein bisschen umstritten, weil die sind, kommen eigentlich mal von der NSA und da gibt es Gerüchte, ob die NSA da irgendeine Hintertür drin hat oder nicht. Ich persönlich glaube eher nicht, aber da kann man sich lange drüber streiten. Es ist aber unabhängig davon, ob die NSA da eine Hintertür drin hat oder nicht, haben diese Kurven auch ein paar mathematische Probleme, die die Implementierung relativ schwierig machen. Also es ist sehr einfach, sich, wenn man diese Kurven implementiert, in den Fuß zu schießen und da Fehler zu machen. Ein relativ prominentes Beispiel, wo das mal passiert ist, ist vor ein paar Jahren, als die PlayStation 3 gejailbreakt wurde. Die haben auch eine von diesen Kurven, ich weiß nicht mehr welche, aber eine von diesen Kurven auch benutzt. Und man muss bei diesen Kurven, wenn man damit irgendwas signiert, muss man für jede Signatur immer Zufallsdaten in die Signatur einfließen lassen. Und diese Zufallsdaten, die müssen für jede Signatur anders sein, auch wenn man dieselben Sachen signiert, sollten sie, also quasi für jede Signatur immer neue Zufallsdaten. Das hat Sony irgendwie verkackt. Die hatten einen Zufallszahlengenerator, glaube ich, der nicht ganz so zufällig war. Und dann ist am Ende, wenn das passiert, dann kann man am Ende ein Verfahren benutzen, wo man mit ein bisschen Rechnerei dann den Private Key zu dem Public Key rauskriegt. Und das ist natürlich dann das Todesurteil. Aber wenn man das richtig implementiert hat, wenn man anständigen Zufallszahlengenerator benutzt, dann ist man vor diesem Problem gefeit. In Zukunft wird es hoffentlich noch Nachfolger geben namens EDDSA. Der ist von einem Kryptologen namens Daniel J. Bernstein, der hat sich die ausgedacht, beziehungsweise EDDSA ist erstmal nur ein generischer Begriff. Da gibt es im Moment zwei Kurven, die da in der Diskussion sind, dieses ED25519 und ED448. Die haben diese ganzen Nachteile, die die beiden NSA-Kurven haben, nicht mehr. Allerdings bis jetzt sind diese neuen Kurven leider noch nicht zugelassen für Zertifikate. Das heißt, ihr kriegt im Moment noch keine Zertifikate, die damit signiert sind und könnt auch selber könnt euch selber mit ein bisschen Bastlei welche ausstellen, dann habt ihr immer noch das Problem, dass im Moment kein Browser Unterstützung für diesen Schlüsseltyp implementiert hat. So, dann kommen wir zum Schlüsselaustauschverfahren als Baustein von unseren Cypher Suits. Wir hatten vorhin schon gesagt, RSA ist scheiße. Dann Diffie-Hellman und Diffie-Hellman mit elliptischen Kurven ist auch dann scheiße, wenn man es nicht mit zufälligen Schlüsseln benutzt, sondern wenn man quasi statische Schlüssel benutzt. Das Verfahren haben früher irgendwelche Leute benutzt. Warum, weiß man nicht, weil es bietet keinerlei Vorteile. Es macht nur zusätzlichen Aufwand. Also wenn man das mit statischen Schlüsseln benutzt, kann man auch gleich den RSA-Schlüsselaustausch benutzen. Die sind alle gleich scheiße. Was ein bisschen besser ist, ist Diffie-Hellman mit Ephemeral Keys, nennt man das, also mit zufälligen Schlüsseln, die man nach jedem Schlüsselaustausch wegschmeißt. Allerdings hat das Problem, dass es halt relativ langsam ist. Es braucht relativ viel CPU-Zeit und man kann sich auch da ein bisschen in den Fuß schießen, weil man sollte, wenn man das benutzt, eine sogenannte Diffie-Hellman-Gruppe sich erzeugen, auf der man, also quasi so ein, das nennt man einen Zahlenkörper, also so ein mathematisches Konstrukt, auf dem quasi die ganzen Berechnungen für die Verschlüsselung und Entschlüsselung stattfinden. Es gibt da ein paar sehr alte standardisierte Gruppen, die bei Apache und ich glaube auch Nginx und bei allen möglichen Softwareprodukten eingebaut sind. Die sind aber alle eher wackelig und nicht so besonders toll. Man kann sich das auch selber generieren, so ein Dings, und quasi selber eine komplett eigene Gruppe damit schicken. Auch da kann es theoretisch passieren, dass da Schwachstellen drin sind, die man so einfach nicht findet, weil man da relativ lange drauf rumrechnen müsste. Und es dauert, wenn man das schon mal, wenn schon mal jemand von euch das selber gemacht hat, schon alleine so eine Gruppe zu erzeugen, dauert halt, wenn die eine anständige Länge hat, Ewigkeiten. Es gibt allerdings seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren gibt es von der IETF eine Spezifikation, wo einige Gruppen für verschiedene Schlüssellängen sich mal Leute ausgedacht haben, die besser geprüft sind und die man, denke ich, benutzen kann, ohne dass man sich groß Sorgen machen muss. Das sind die sogenannten FFDHI-Gruppen hier für Finite Field Diffie-Hellman Ephemeral. Wie gesagt, Diffie-Hellman auch mit Ephemeral Keys ist aber immer noch relativ langsam. Also was man eigentlich haben will, ist Diffie-Hellman mit Ephemeral Keys auf elliptischen Kurven. Das ist dieses ECDHI. Das wird auch von allen heutzutage relevanten OpenSSL-Versionen und Windows-Versionen und so weiter unterstützt. Also
eigentlich könnt ihr 99% der Clients, die man so abdecken will, könnt ihr damit erreichen. Und das letzte Prozent hat dann halt Pech gehabt und soll endlich mal seine scheiß Büchsen updaten. So. Elliptische Kurven stellt sich natürlich auch die Frage, da kann man auch wieder verschiedene Kurven auswählen. Da kann man auch wieder oben diese NSA-Kurven nehmen. An der Stelle auch diese P521-Kurve, die man für Zertifikate nicht benutzen darf. Und da kann man mittlerweile auch diese neueren Kurven benutzen. EDDSA-Kurven. Beziehungsweise, es ist nicht wirklich EDDSA. Eigentlich ist es mathematisch dieselbe Kurve in einer anderen Darreichungsform, in einer anderen Darstellung, weil das bei der Implementierung einige Sachen einfacher macht und einige Probleme verhindert. Letztlich ist aber hier dieses X448 und was ich vorhin erwähnt hatte, dieses ED448, das ist letztlich die gleiche Kurve, wie gesagt, nur in einer anderen Darreichungsform. Und dasselbe gilt auch für dieses X25519. In der Praxis ist es so, dass dieses X25519 mittlerweile von allen aktuellen Browsern implementiert wird. Also Firefox, Chrome, Internet Explorer, glaube ich auch, die können das alle. X448, das wird bis jetzt noch nicht so verbreitet. Das wird von OpenSSL, wenn ihr OpenSSL 1.1.1 habt und ich glaube auch 1.1.0 wird es unterstützt. Bei anderen Libraries, NSS müsste es auch können, weil der von Firefox benutzt wird. Bei anderen Libraries, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also im Zweifelsfall ist es immer am besten, ihr könnt, wenn ihr einen halbwegs aktuellen Webserver habt, dann könnt ihr eine Liste mit Kurven spezifizieren und da könnt ihr auch quasi eine Reihenfolge vorgeben, in der diese Kurven abgearbeitet werden sollen oder ausprobiert werden sollen. Und da würde ich raten, dieses X25519 oder auch dieses X448 ganz vorne hinzustellen und dann dahinter erst diese zusätzlichen Kurven reinzuschreiben. Ein Problem ist noch, es gibt leider relativ viele Handys mit Android 8.0 und Android 8.0 ist scheiße, weil das hat einen Bug, der dazu führt, dass nur diese P256-Kurve unterstützt. Wenn ihr damit irgendeiner anderen Kurve um die Ecke kommt, dann fällt das Ding auseinander und funktioniert nicht mehr richtig. Beziehungsweise ihr kriegt einfach ein Zertifikat. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, ob es für die Schlüsselaushandlung war oder für Zertifikate. Auf jeden Fall an einer von den beiden Stellen unterstützt Android 8 diese anderen Kurven alle nicht. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Sonst kriegt man da gegebenenfalls auf den Android-Geräten einen Zertifikatsfehler oder einen Fehler halt beim TLS-Verbindungsaufbau. So, dann kommen wir endlich mal zur symmetrischen Verschlüsselung in unserer Cypher-Suite. Ganz oben ist der ganz alte Scheiß, den will man alles nicht haben. Der einzige Use Case, wo man das oben vielleicht noch benutzen würde, das ist, wenn man sehr, 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 sehr alte Hardware hat. Also sowas wie einen 15 Jahre alten Print-Server oder irgendwelche Kisten, wo noch Windows XP drauf läuft, weil die können nichts Besseres. Ansonsten ein bisschen neuer, aber immer noch uralt, ist AES im CBC-Modus. Das ist das, was man so ab TLS 1.0 fast überall oder TLS 1.1 dann, glaube ich, sogar vorgeschrieben überall benutzt hat. AES CBC ist ein Modus, er hat ein paar Probleme. Der ist nicht katastrophal kaputt, aber er ist kaputt genug, dass man eigentlich was Besseres benutzen will. Außerdem hat er den Nachteil, dass er relativ langsam ist, weil man kann das nicht parallelisieren. Es gibt da andere Modi, die wesentlich schneller und effizienter sind und auch ein bisschen bessere Sicherheit bieten. Da wäre insbesondere halt diese AES-GCM zu nennen. Das ist AES in einem Betriebsmodus, der es quasi erlaubt, auch diesen Mac, den ich vorhin erklärt hatte, wegzurationalisieren. Also da macht quasi die Verschlüsselung, kümmert sich auch gleich darum, dass niemand bei der Übertragung an den verschlüsselten Daten rumfuscht und irgendwas manipulieren kann. Außerdem hat AES GCM den Vorteil, dass es parallelisierbar ist und dadurch halt extrem schnell sein kann. Also ich habe mal Benchmarks gefahren, selbst auf so einem Laptop wie hier, mit nur einem Thread auf nur einer CPU. Gut, die CPU hier, die hat jetzt AES-NI, also Hardwarebeschleunigung für AES. Da kann das Ding, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube 30 Gigabit pro Sekunde oder so durchprügeln. Auf einem Thread wohlgemerkt. Und das Ding hat 6 Threads, also da kann man Spaß mit haben. Eins der Probleme bei AES ist, AES wird ein gutes Stück langsamer, wenn es nur in Software implementiert ist, wenn es keine Hardwarebeschleunigung gibt. Das hat man zum Beispiel auf älteren oder billigeren Smartphones oder wenn ihr irgendwie wenn ihr einen Router zu Hause stehen habt, irgendwie eine Fritzbox oder irgendwas, wo ihr OpenWrt drauflaufen habt oder so. Die haben sehr oft keine Hardwarebeschleunigung für AES oder nur sehr langsame Hardwarebeschleunigung. Für solche Fälle empfehle ich ChaCha20 mit Poly 1305 als Mac.
beziehungsweise so als Mac-Ersatz. ChaCha20, das ist eine Stromchiffre, also der arbeitet nicht mit Blöcken, sondern halt, liefert halt so einen Schlüsselstrom. Das ist eine symmetrische Verschlüsselung, die auch von diesem Daniel J. Bernstein sich ausgedacht wurde. Also letztlich sind wir mittlerweile quasi so weit, dass wenn man es drauf anlegt, könnte man TLS komplett nur noch mit Kryptobausteinen von Daniel J. Bernstein bauen. Und es wäre wahrscheinlich auch relativ sicher und würde relativ gut und schnell funktionieren. ChaCha20, das funktioniert sogar auch auf ganz kleinen und ganz, ganz langsamen Embedded-Geräten wirklich schnell. Also da könnt ihr irgendwie so ein 20-Euro TP-Link WLAN-Router nehmen, der irgendwie eine 150 Mbit kann und irgendeine gammelige 600 MHz MIPS-CPU oder so drin hat. Und selbst der wird damit zumindest noch 100 Megabit pro Sekunde an Ciphertext problemlos durchschieben können. Wenn ihr auf dem Ding AES benutzt, dann werdet ihr bei AES wahrscheinlich so, ich weiß nicht, ein Zehntel der Leistung ungefähr rauskriegen oder ein Zwanzigstel der Leistung wie ChaCha20. Also von daher, wenn ihr kein AES-NI zur Verfügung habt, dann wäre ChaCha20 vorzuziehen. Allerdings sollte man in der Praxis berücksichtigen, für wen man optimieren will. Will man für den eigenen Server optimieren, weil man sieht, dass da die CPU zu viel zu tun hat und die CPU ein bisschen entlasten will, was bei TLS in der Praxis aber eigentlich so gut wie nie vorkommt. Oder will man es so optimieren, dass die Endnutzer nachher auf ihren Geräten möglichst eine schnelle Verbindung haben, beziehungsweise eine möglichst lange Akkulaufzeit, weil CPU, also Verschlüsselung und der ganze Kryptokram, das ist alles CPU-Zeit, das kostet alles Strom, das heißt, geht alles auf den Akku. Und was man da zum Beispiel machen könnte, ist, wenn man eine normale Seite und eine Mobilseite hat für Smartphones und Tablets und so einen Scheiß, dann kann man für diese Mobilseite diese ChaCha20 nehmen und für die Hauptseite das AES-GCM, wo der ganze Traffic draufschlägt. Und dann einfach Android-Clients oder iOS-Clients oder was es da sonst noch alles an mobilen Geräten gibt, kann man dann einfach weiterleiten auf die mobile Seite, wenn man die erkennt. Und dann sind quasi alle optimal versorgt. Was es bis jetzt leider noch nicht gibt, das ist, also zumindest im Open-Source-Bereich habe ich das noch nicht gesehen, das ist eine Möglichkeit, dass das OpenSSL zum Beispiel auf dem Server selber entscheidet, ob es, also abhängig davon, was für eine Liste an unterstützten Verschlüsselungen der Client ihm schickt, ob es AES oder ChaCha20 vorziehen soll. Es gibt halt entweder die Möglichkeit, dass der Server komplett bestimmt, was benutzt wird, oder dass der Server einfach dem Client die freie Auswahl lässt. In der Praxis benutzt man meistens die Variante, dass der Server alles vorgibt. Wenn man das aber benutzt, dann muss man sich halt zwischen einem von beiden entscheiden. So, dann zu den Macs. Macs werdet ihr im Optimalfall wahrscheinlich gar nicht brauchen. Also wenn ihr Authenticated Encryption benutzt, dann werden Macs quasi gar nicht mehr gebraucht. Beziehungsweise dieses Poly 19.05 natürlich bei ChaCha20. Aber für AES-GCM braucht ihr dann eigentlich keinen weiteren Mac. Es steht zwar in den Namen der Cypher Suites steht dann immer noch hinten den Mac hinten dran, aber meines Wissens wird der, glaube ich, gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr benutzt. Naja, auf jeden Fall, was Macs angeht, MD5 will man natürlich auf gar keinen Fall haben. SHA-1 ist heute noch halbwegs verbreitet, sollte man aber auch schauen, dass man davon wegkommt. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn ihr Zertifikate habt, die mit SHA-1 signiert sind, aber im Zweifelsfall will man lieber SHA-256 oder SHA-384 haben. Oder halt gleich ChaCha20 mit Poly 1305. So, dann nächstes Problem. Was passiert eigentlich, wenn das Zertifikat kompromittiert ist? Wir hatten das Problem ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Da gibt es eigentlich keine wirklich schöne Lösung dafür bis jetzt. Beziehungsweise es gibt schöne Lösungen, die aber nicht verbreitet sind oder nicht überall implementiert sind. Was man ganz am Anfang gemacht hat, da haben die einzelnen Certificate Authorities Listen publiziert, auf denen einfach die ganzen Zertifikate, die kompromittiert waren oder sonst wie gesperrt werden sollten, drauf standen. Diese Listen, die wurden von der CA signiert. Problem ist, seit es jetzt seit ein paar Jahren immer mehr HTTPS-Seiten gibt, sind diese Listen auch immer größer geworden. Und wenn so eine Liste halt irgendwie 10 Megabyte oder 50 Megabyte oder was auch immer hat und euer Browser müsste eigentlich jedes Mal, wenn er irgendeine Seite abruft, diese Liste neu runterladen oder zumindest jedes Mal, wenn er gestartet wird oder einmal am Tag, dann könnte das vielleicht für eine CA noch funktionieren, aber euer Browser vertraut in der Regel einigen 100 CAs. Und wenn ihr für jede von diesen einigen 100 CAs auch nur 10 Megabyte runterladen müsstet, dann macht ihr halt sonst nichts anderes mehr den ganzen Tag. Deswegen skaliert das nicht, deswegen benutzt man das in der Praxis nicht mehr.
Dann gab es eine kleine Verbesserung des Verfahrens. Da hat sich jemand gedacht, ja, wir können doch dem Browser sagen, dass der Browser einfach einen Server von der CEA direkt fragt, ob das jeweilige Zertifikat noch gültig ist. Das hat man auch eine Zeit lang gemacht. Allerdings hat sich dann herausgestellt, es hat zum einen das Problem, diese Server bei den CAs sind nicht immer erreichbar, die sind gelegentlich mal ausgefallen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder der Browser erzwingt, dass er eine Antwort kriegen muss und dass da drin stehen muss, dass das Zertifikat gültig ist. Das bedeutet, wenn bei der CA der OCSP-Server ausfällt, dann funktionieren alle Webseiten nicht mehr, die Zertifikate von dieser CA benutzen. Das ist also scheiße. Also hat man OCSP nicht mehr erzwungen. Und wenn es nicht erzwungen wird, dann ist es komplett sinnlos, weil dann kann ein Angreifer, der einen Man-in-the-Middle-Angriff zum Beispiel auf euch fährt im WLAN oder sonst irgendwo, der kann einfach diese OCSP-Antworten von der CA unterdrücken und quasi so tun, als wäre gerade der OCSP-Server der CA nicht erreichbar. Und dann bringt OCSP ja nichts mehr. Dann war, außerdem gibt es bei OCSP noch ein Problem. Die CA könnte theoretisch, also ihr sagt der CA ja quasi, von welchem Zertifikat ihr wissen wollt, ob das noch gültig ist oder nicht. Dadurch kann die CA natürlich sehr schön sehen, wer auf welchen Seiten rumsurft und Leute tracken. Das will man natürlich auch nicht haben. Um dieses Problem zu lösen, hat man OCSP Stapling eingeführt. Dabei kümmert sich quasi der Server um OCSP. Der Server redet alle paar Stunden zum Beispiel mit der CA und holt sich dann eine neue Bestätigung von der CA, dass ein Zertifikat noch gültig ist und auch alles okay ist und schickt diese Bestätigung immer unaufgefordert direkt mit dem Zertifikat mit raus zum Browser. Und dann kann der Browser das so prüfen. Das wäre eigentlich ein sehr schönes Verfahren. Das Problem ist, es wird auch im Browser normalerweise nicht erzwungen. Beziehungsweise bei Google Chrome haben sie sogar entschieden, dass OCSP ihrer Meinung nach so komplett kaputt ist, dass sie gar nichts mehr davon implementieren. Weder normales OCSP noch Stapling noch sonst irgendwas. Bei Firefox waren sie ein bisschen cleverer, da haben sie OCSP Stapling zwar implementiert, aber es standardmäßig nicht erzwungen. Und dann ist jemand um die Ecke gekommen und hat gesagt, ja, im Moment wird OCSP Stapling noch nicht erzwungen, aber wir haben ja jetzt das Problem nicht mehr, dass die Seiten nicht erreichbar sind, wenn die CA-Server nicht erreichbar sind, weil der Server, der kann sich seine Bestätigung ja cachen, also der eigene Server, der das Zertifikat benutzt, der kann sich ja diese Bestätigung von der CA einfach cachen und kann die auch ausliefern, wenn der CA-Server nicht mehr erreichbar ist. Dann könnten wir doch eigentlich ins Zertifikat direkt reinschreiben, dass das Zertifikat nur gültig ist, zusammen mit so einer noch gültigen OCSP-Bestätigung. Das nennt man dann Must-Staple. Das ist in der Praxis, soweit ich weiß, aber leider bis jetzt nur von Firefox implementiert. Und ich habe bis jetzt auch bei Google keinerlei Anstrengungen vernommen, dass die irgendwie vorhätten, das mal zu implementieren. Das heißt, im Moment ist es so, mit diesem ganzen OCSP-Kram könnt ihr Zertifikate zwar zurückrufen, aber eigentlich nur für Firefox. Chrome ist es eigentlich, und ich glaube Windows auch, ist es eigentlich scheißegal, ob die über OCSP zurückgerufen sind oder nicht. Weil das alles so überhaupt nicht funktioniert, gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Die eine seht ihr hier, kurze Zertifikatslaufzeiten. Das ist einer der Hauptgründe, warum ihr bei Let's Encrypt halt nur noch Zertifikate mit 90 Tagen kriegt und nichts, was länger dauert. Die andere Lösung ist, die wird aber nur sehr selten aus dem Schrank geholt, haben quasi die einzelnen Browserhersteller in ihre Browser noch andere Methoden eingebaut. Also die haben quasi noch eigene Sperrlisten, die der Browser vom Browserhersteller runterlädt und regelmäßig aktualisiert. Und über diesen Mechanismus können die Browserhersteller bei Bedarf auch sehr schnell Zertifikate sperren, ohne dass sie über OCSP zum Beispiel zurückgerufen werden müssen. Das wird aber in der Praxis, glaube ich, nur benutzt, wenn ein Zertifikat von einer CA kompromittiert ist, weil man damit halt richtig viel Scheiße bauen könnte. Mit einem kompromittierten CA-Zertifikat könnte man sich ja selber beliebige Zertifikate ausstellen. Und ansonsten wird das in der Praxis fast nicht benutzt. Vielleicht wird es benutzt werden, keine Ahnung, wenn irgendjemand das Zertifikat von Facebook oder GitHub oder so kompromittiert. Aber so für normale Wald- und Wiesenseiten wird es nicht benutzt, weil es da auch nicht skalieren würde. So. Dann haben wir noch ein paar kleinere Randphänomene. Eins der Randphänomene sind User. User sind faul und User sind in der Regel auch zu faul, HTTPS in die Adresszeile zu zippen. Die schöne Lösung wäre natürlich, wenn der Browser einfach standardmäßig HTTPS anstatt HTTP annehmen würde, wenn man kein Protokoll angibt. In der Praxis tun sie das aber nicht. Deswegen gibt es in der Praxis einen Mechanismus namens HSTS. Das steht für HTTP Strict Transport Security.
Damit könnt ihr quasi als Server dem Browser sagen, dass er für die nächsten x Tage oder Monate oder Jahre mit dem Server, mit dem er gerade redet, beziehungsweise mit der Domain, mit der er gerade redet, nur noch über HTTPS kommunizieren darf. Und wenn der User dann versucht, eine unverschlüsselte HTTP-Verbindung aufzubauen, dann wird der Browser die automatisch upgraden, ohne den User zu fragen. Bonus, der User kann auch, wenn das Zertifikat zum Beispiel abgelaufen ist oder er irgendwie ein ungültiges Zertifikat da gezeigt kriegt vom Server, was ein Angreifer ja machen könnte, dann kann der User das nicht einfach wegklicken, sondern der kommt einfach nicht mehr auf den Server, bis da wieder ein gültiges Zertifikat kommt. Das ist zum Beispiel für Online-Banking ein Feature, was man da eigentlich haben will, wenn die Banken nicht so inkompetent wären, das auch auszurollen. Dann gibt es noch ein zusätzliches Feature. Ihr könnt HSTS auch in eine Liste, die hardcoded in den ganzen Browsern mitgeliefert wird, könnt ihr eure eigene Domain eintragen lassen. Allerdings, weil das auch nur begrenzt skaliert, hat man gesagt, das macht man nur, wenn jemand sich committet, dass er nicht nur eine Domain, sondern eine Domain inklusive aller Subdomains mit HTTPS ausliefert. Das heißt, wenn ihr das nur für irgendwie eine einzelne Subdomain von eurer Domain machen wollt, dann werdet ihr der HSTS-Preload nicht machen können. Da werdet ihr nicht in diese Liste reinkommen. Aber wenn ihr das für eure komplette Domain machen wollt, dann ist das kein Problem in der Praxis, dann geht das. So, dann nächstes Problem, Mixed Content. Das wird eigentlich von dem HSTS vorhin schon so ein bisschen erschlagen. Es gibt aber Fälle, wo man dieses HSTS nicht benutzen will oder kann, aus irgendwelchen Gründen. Dann hat man das Problem, man hat vielleicht irgendeine alte Internetseite, auf der noch Kram über HTTP eingebunden ist. Und man will vielleicht nicht, dass, was weiß ich, dass die Pornoseite zwar über HTTPS geladen wird, aber die Videos oder die Bilder, die man auf der Pornoseite schaut, über HTTP kommen, weil dann bringt die Verschlüsselung nicht viel. Da kann der Server dem Browser quasi sagen, dass er alle ungeschützten, pun intended, HTTP-Requests automatisch zu HTTPS upgraden soll. Anderes Problem ist noch, Session-Cookies können kompromittiert werden, wenn sie, wenn man nicht darauf achtet, die können über HTTP und über HTTPS verschickt werden. Und wenn der Angreifer es dann irgendwie schafft, den Browser dazu zu bringen, einen HTTP-Request mit seinem Session-Cookie rauszuschicken, dann hat man halt das Session-Cookie kompromittiert als Angreifer. Deswegen kann der Server für einen Cookie auch sagen, dass das Cookie nur über HTTPS übertragen werden soll, was man natürlich dann auch tun sollte. So, dann noch häufige Kritik. Wenn ich jetzt CAs vertraue, dann kann die CA ja auch Schabernack treiben und irgendwelche anderen Zertifikate ausstellen, denen ich nicht vertraue. Und damit könnte man dann theoretisch Leute abhören. Dagegen gibt es zwei Kräuter. Das eine Kraut, das ist schon etwas welk, weil das wird, glaube ich, auch nur noch von Firefox unterstützt. Und bei Chrome ist es rausgeflogen vor einer Weile. Da kann der, das ist dieses HPKP, also HTTP Public Key Pinning. Da kann der Server quasi dem Browser sagen, dass er für diese Domain nur noch Zertifikaten von einer bestimmten CA oder nur noch einem bestimmten Zertifikat vertrauen darf. Da haben sich aber Leute in der Praxis zu oft in den Fuß mitgeschossen, weil sie sich von ihrem eigenen Server quasi ausgesperrt haben, dass Google beschlossen hat, das bei Chrome rauszuschmeißen und vermutlich wird es irgendwann auch bei Firefox rausfliegen. Ansonsten gibt es gegen diesen Missbrauch ein sehr viel effizienteres Mittel, das ist Certificate Transparency. Es ist nämlich so, dass mittlerweile kommerzielle CAs gezwungen sind, Zertifikate, die sie ausstellen, in so öffentlichen Logs einzutragen. Das heißt, jedes Zertifikat, was irgendwie ausgestellt wird, von Let's Encrypt oder von DigiCert oder sonst irgendeiner CA heutzutage, das steht immer in öffentlich einsehbaren Logs drin. Diese Logs sind so gebaut, dass sie nicht manipulierbar sind. Und man kann einfach sich diese Logs anschauen und in diesen Logs monitoren, ob Zertifikate für die eigene Domain ausgestellt werden. Da gibt es auch Dienstleister oder Online-Dienste, über die man das machen kann und auch wegautomatisieren kann. Es wurden auch schon CAs erwischt, die unberechtigt Zertifikate ausgestellt haben. Die werden seit ein paar Jahren quasi nur noch über Certificate Transparency erwischt. Und wenn das mal passiert, dann kann es durchaus sein, dass die CA dann danach einfach weg vom Fenster ist. Dann fliegt die halt aus den Browsern raus, verliert ihre Geschäftsgrundlage und kann zumachen. So wie das zum Beispiel kürzlich mit VoSign und Start SSL passiert war. Ja, dann zweitletztes Slide. Hier war jetzt relativ spezifisch für Webserver und HTTPS. In der Praxis wird TLS natürlich auch noch für vielen anderen Kram benutzt. Was ihr generell immer machen wollt, ist Compression abschalten. Es gab früher Compression auf Niveau von TLS. Das ist mittlerweile, ich bin nicht ganz sicher, ob es schon verboten ist. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nirgendwo mehr benutzt.
Und es gibt Compression auf HTTP-Ebene. Das Problem daran ist, es gibt Angriffe, wo ein Angreifer zum Beispiel ein JavaScript in eurer Webseite hat. Und er kann über diese JavaScript über eure verschlüsselte Seite Anfragen schicken, von denen der Angreifer den Klartext kennt. Und dann kann der Angreifer einfach Klartext schicken und schauen, wie sich die Größe von dem verschlüsselten Kram ändert. Und wenn die Größe dann kleiner wird, als er es erwartet, dann kann er daraus den Rückschluss ziehen, dass die Daten, die er selber gerade verschickt hat, von denen er den Klartext kennt, dieselben Daten sind, die irgendwo anders in dem verschlüsselten Klartext, den er noch nicht gesehen hat, vorkommen. Und darüber kann er mit ein bisschen schwarzer Magie und Mathe und rumprobieren am Ende zum Beispiel Session-Cookies erraten. Deswegen Compression immer abschalten. Dann gibt es sowas wie HSTS, mittlerweile auch endlich für Mail-Server. Das wird allerdings bis jetzt nur für EXIM unterstützt. Da müsst ihr auf dem Mail-Server zusätzlich noch einen Webserver laufen haben, über den dann Dateien runtergeladen werden. Das wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber es gibt mittlerweile technische Verfahren, wo ihr erzwingen könnt, dass ein Mail-Server immer über TLS angesprochen wird. Ein Mail-Server ist übrigens eine der wenigen Ausnahmen, wo ihr auch gammelige Krypto unterstützen wollt. Weil im Zweifelsfall ist es immer noch besser, wenn ihr gammelige Krypto unterstützt, als wenn ihr gar keine Krypto unterstützt und die Sachen komplett unverschlüsselt reinkommen. Mail-Server sind allerdings der einzige Use-Case, soweit ich weiß, wo das so ist. Bei allem anderen, da will man lieber anstehende Krypto erzwingen und im Zweifelsfall müssen die User dann halt Updates installieren. Ja, dann gibt es gelegentlich noch Leute, die sich fragen, ob man nicht das ganze CA-Geraffel durch Dane ersetzen könnte. Dane ist ein Verfahren, wo im DNS, geschützt durch DNSSEC, Zertifikate eingetragen werden, beziehungsweise Public Keys von, oder Fingerprints von Public Keys von Zertifikaten. Damit könnte man theoretisch CAs umgehen. Das Problem ist, man verschiebt dann einfach nur das Vertrauensproblem von den CAs, die im Moment halbwegs gut kontrolliert werden, zu den Betreibern von den Top-Level-Domains, die halt so gut wie gar nicht kontrolliert werden. Und ihr könnt euch ja selber überlegen, wenn ihr Schiss habt, von der Regierung abgehört zu werden, ob ihr dann großes Vertrauen habt, dem Betreiber von der Top-Level-Domain, die dieser Regierung gehört oder diesem Land gehört, zu vertrauen. Weil die könnten dann auch einfach für eure Domain beliebige eigene Public Keys in Dane eintragen. Und wenn ihr Dane implementieren würdet, dann würdet ihr quasi dann dem komprimierten Key, der zum Abhören benutzt wird, von der Regierung vertrauen. Also deswegen Dane ist auch so. Wenn man der Regierung nicht vertraut, dann ist es nicht brauchbar. Wenn man der Regierung vertraut, dann ist es durchaus brauchbar und kann eine Zusatzmaßnahme sein. Aber ist in der Praxis auch nur für Mail-Server und Jabber-Server relevant. Gut. Ich vermute mal, es wird nicht mehr so viel Zeit sein, aber gibt es noch Fragen? Alle eingeschlafen? Ach, da hinten ist eine. Gibt es dann... Ja, klar. Welche? Ja? Ja. Kannst du das in der zweiten Zeile erklären? Welche Art von Redirect ist da gemeint und warum ist das unsicher? Es ist deswegen unsicher, ein Redirect, der muss ja quasi jedes Mal erfolgen, wenn der Browser drauf geht. Also du kannst zwar einen Permanent Redirect rausschicken, aber da ist halt nicht gesagt, wie lange der Browser den speichert. Wenn der User dann irgendwann seinen Cache leert, dann ist dieser Redirect wieder weg. Das heißt, jedes Mal, wenn der Browser diesen Redirect nicht gecached hat oder wenn du einen Temporary Redirect machst, dann schickst du ja erstmal über unverschlüsseltes HTTP die Aufforderung an den Browser, auf die HTTP-Seite, auf die HTTPS-Seite zu gehen. Und ein Angreifer, der in einer Situation ist, wo er deine Verbindung abhören und manipulieren kann, der kann natürlich auch einfach den HTTP-Traffic manipulieren, solange er nicht mit TLS geschützt ist. Und darüber kann er halt auch verhindern, dass du dann von der HTTP-Seite auf die HTTPS-Seite umleitest. Ja. Außerdem, was er natürlich noch machen könnte, ist, dass er sich selber quasi als Webserver ausgibt und selber die Seite verschlüsselt runterlädt, aber sie halt unverschlüsselt an den Enduser weiterleitet. Also von daher will man da lieber HSTS benutzen, was das Problem dann ein für alle Mal löst. Sonst noch Fragen? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr alles verstanden habt oder ob ihr alle eingeschlafen seid. Es klingt, als hätte ich alle eingeschlafen. Okay, ich glaube, dann hätten wir es soweit. Danke.